Auf den Punkt gebracht von Franz Robert Sieslik alias Franz Zehnbier. Die Entlösung. Wie man in Bayern, aber auch im Rest unseres Landes, mit Asylsuchenden Menschen umgeht, verstößt gegen jede Menschenwürde. Das verrät ein Blick hinter die Kulissen. Die Missstände wurden oft genug in den Medien öffentlich gemacht, ohne dass die Politik je einen Handlungsbedarf gesehen hätte. In dieser Öffentlichkeit der Missstände sahen die Politiker ein Abschreckungspotenzial für künftig asylsuchende Menschen. Im Freistaat geht es nicht um die Freiheit und die Menschenwürde, sondern dass man Menschen, die in Not und Verzweiflung ihr Recht auf ein Leben ohne Verfolgung und Unterdrückung fern ihrer Heimat und Schutz bei uns zu suchen, klar zu machen, sie wären besser geblieben, woher sie gekommen sind. Die dort in jenen Behörden sitzen, interessiert nur, dass diese möglichst schnell auf Transport geschickt werden. Und wenn sie das nicht freiwillig tun, dann muss man halt Druck machen und sie zu ihrem Glück zwingen. Zustände wie im Dritten Reich und China. Anscheinend will niemand etwas bemerkt und gesehen haben. Das hat Tradition in deutschen Landen und galt schon im und nach dem Dritten Reich wie auch bei den Mördern des NSU. Wir Deutschen sehen ungern an unser eigenes Gesicht und stellen reinlich, wie wir sind, stets vor dem Rasieren im Bad kurz die Dusche mit heißem Wasser an, bis der Spiegel beschlagen ist. Dann kann man sich immer gut herausreden, ich hab doch nichts geahnt, der Spiegel war ja immer beschlagen, ich konnte ja nichts erkennen. Welch ein Glück, dass Bayern ein Freistaat ist, auf dem das Grundgesetz der Bundesrepublik keine Geltung besitzt und Menschenrechte dort nur für genetisch hundertprozentige Bajuwaren gelten. csu halt. Doch was ist eigentlich mit dem OBUDE von der SPD? Wollte er nicht Ministerpräsident werden? Für mich hat er nun selbst seine Position als OB von München verspielt. Wie der Herr Seehofer seinen Posten als dortiger Ministerpräsident. Aber an einen Rücktritt wegen der Asylsuchenden Menschen, für deren Entrechtung und Entwürdigung sie mitverantwortung tragen, wie auch unsere in die Sommerpause entschwundene Kanzlerin, daran wage ich nicht zu glauben. Ich schäme mich dafür, dass es solche Zustände in unserem Lande gibt. Ich bin mir sicher, dieser Umgang mit den Asylsuchenden Menschen ist nur ein kleiner Vorgeschmack für das, was auf die Menschen, die in absehbarer Zeit zukommt, die sozial aus unserem öffentlichen Leben ausgegrenzt werden, oder bereits ausgegrenzt sind. Meine Wahrnehmung ist zum Glück noch nicht gestört. Es geht um die Endlösung, nein, nicht wie damals die der Judenfrage, es geht hier um die Endlösung der Demokratie, die völlige Entrechtung der Menschen auch in unserem Lande. Sollte unsere Regierung ihre Sommerpause nicht unterbrechen, um ein menschliches Recht auf Asyl und einem ein menschenwürdiges Verfahren dafür gesetzlich auf den Weg zu bringen, werde ich am Rande. Recht behalten. Ich bin traurig und erschüttert und mit meinen Gedanken bei den Menschen, die für ihre Behandlung als Mensch in unserem Lande in den Hungerstreik getreten sind. Einem Land, das Banken mit Milliarden rettet und für diese Menschen keine andere Antwort als eine Zwangsernährung findet. Franz Robert Zieslig alias Franz Zehnbier im Juni des Jahres 2013. Sie hörten, auf den Punkt gebracht von Franz Robert Zieslik, alias Franz Zehnbier.